Das Tagebuch der Marie Sharp. Gestern habe ich mit Penny telefoniert. Sie ist eine meiner besten Freundinnen und ich habe ihr erzählt, dass wieder jemand aus meinem Freundeskreis gestorben ist, nämlich Philippa, die Frau von Archie, in den ich in der Schule so hoffnungslos verliebt war. Penny hat darauf gesagt, dass ihr in den letzten 16 Monaten schon 6 Freunde weggestorben sind. Und das Schlimmste daran, sagt sie, wir müssen uns jetzt mit denen begnügen, die noch übrig sind. 30. Oktober. Ich habe heute mein Ehebett entsorgt. Ich schlafe ab sofort in einem Super-Single-Einzelbett. 14. Dezember. Ich habe meine Garderobe durchforstet und Verschiedenes ausgemustert, denn jetzt, wo ich 60 bin, versuche ich, bestimmte Modesünden zu vermeiden, die ältere Damen betreffen. Ich höre noch, wie meine Mutter zu mir sagt, mein liebes Kind, zieh nie etwas Weißes an, das lässt deine Zähne gelber erscheinen. Trage keine ärmellosen Kleider, wenn sich der Winkearm bemerkbar macht. Das heißt, wenn der Fleischlappen an deinem Oberarm länger winkt als du. 1. Februar. Penny hat angerufen. Sie hat im Bad eine seltsame Entdeckung gemacht. Ihre Klitoris scheint verschwunden zu sein. Sie fragt mich, wo sie hin verschwunden ist. Glaubst du, sie kommt wieder? Und bitte, Marie, kannst du mir sagen, wie ist das bei dir? Kannst du bitte nachschauen? Penny später am Telefon. Also ich war bei Dr. Green. Die hat eine Weile in mir rumgestochert und dann gesagt, könnte es sein, dass sie noch eine Spirale haben? Stell dir vor, das habe ich ganz vergessen, Marie. 28. Mai. Ich habe gerade einen Artikel über eine Frau gelesen, die damit prahlt, dass ihre 102 Jahre alte Mutter noch immer gern tanzt. Ist das bewundernswert? Ist das toll? Oder ist das einfach Wahnsinn im Endstadium? Danke schön.